Hallo Leute und willkommen zu meinem nächsten Let's Play. Und zwar James Bond, ein Quantum Trost. Das wird jetzt das Nebenprojekt meines Nebenprojekts. Also das Nebenprojekt von The Suffering. Das hier wird jetzt auch mein erstes Video, was so ungefähr 15 Minuten geht. Und ich denke mal, wir fangen dann auch sofort an. Mal rein, neues Spiel und auf der leichtesten Stufe. Durchgespielt habe ich es persönlich noch gar nicht. Ah, naja. Gut, das sieht nicht so aus, als ob ein Intro kommen würde. Er ist im Garten. Los! Wir werden jetzt hier einfach so ins Spiel geworfen. Die suchen uns. Der läuft an uns vorbei. Recht komisch gehalten, aber... ist eben so. Tanner, was sehen Sie? Unten im Garten ist ein Tor. Sie können dadurch außen rum und zurück zum Haus. So, wir werden jetzt einfach so ins Spiel geworfen. Ohne irgendeine Handlung. Und ich setze mal einen Schalldämpfer drauf, einfach so, weil ich es cooler finde. Das Spielprinzip, um welche Story das sich handelt, weiß ich selber noch gar nicht. Das heißt, was ich weiß, wir sind James Bond. Wer auch sonst. Und... gut, wo ist der nächste? Da. Sehen Sie das Tor 007. Hacken Sie das Schloss und gehen Sie zum Bootshaus. Gut, jetzt dürfen wir ein Schloss hacken. Nehmen wir noch schnell da oben die Waffe mit. So. Das ist eigentlich recht einfach. Aber cool gemacht. Auf so eine Idee muss man erstmal kommen. Also wenn die Pfeile grün angezeigt werden, muss man die entsprechende Richtung auf der auf Pfeiltasten drücken. Und dann geht's auch schon los. Jetzt haben wir ihn. Oh yeah. Ich weiß auch, dass jetzt einer hier durch die Tür kommt. Denn ich habe es schon gespielt. Durchgespielt noch nicht, aber das Spiel macht so viel Spaß. Da habe ich mir gedacht, ich mach's gleich als Let's Play. Gut, aber was soll ich hier nochmal? Ja. Okay. Gut. Ich bin jetzt drin. Jetzt haben wir uns die in die Kameras gehackt. Sie dringen durch das Gewächshaus vor und betreten Whites Villa durch den Keller. Bin schon unterwegs. Das interessiert mich eigentlich nicht weiter. Komm, Tür auf. Hier drüben, er ist da lang. Gut, ich mache einfach auch mal Schalldämpfer drauf, weil es cool ist. Gut, das sieht sehr stark nach Falle aus. Wow. Okay. Ob dieses Spiel schon mal Let's Played wurde, weiß ich gar nicht. Das habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt. Okay, hier ist ein Handy. Gut, der Aktenkoffer. Wer sich das durchlesen möchte, stoppt einfach das Video. Und kann sich das durchlesen. So, das wollte ich mal zeigen, ist auch cool. Muss man dann mit einem Fadenkreuz in die Markierung rein und dann linke Maustaste.
Ist auch recht lustig gemacht. Ein wunderschönes Glashaus. Fliegt das nicht in der Luft? Man merkt auch schon, dass ich auf der leichtesten Schwierigkeitsgrad gemacht habe. Kaboom. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das Spiel gut ankommt bei euch. Ich hoffe jetzt ganz einfach mal, das Spiel wird euch gefallen. Mir macht sehr viel Spaß. Hab's mir einfach mal durch puren Zufall gekauft. Hab jetzt gar nicht viel davon gehalten. Aber Spaß machen tut's trotzdem. Wo man einfach so ins Spiel geworfen wird. Sie haben nicht besonders viel Zeit, unser Geld zu finden. Sie müssen Mr. White so schnell es geht nach Siena bringen. Wird einfach so ins Spiel geworfen, ohne jeglichen Sinn. Das ist auch etwas komisch. Aber okay. Noch ein Handy. Ich bin drin. Whites Aktenkoffer müsste in seinem Wandsafe oben sein. Checken Sie Ihr Handy. Ich glaube, wir haben ihn auf Kamera 3 entdeckt. Es gab einen Schusswechsel im Gewächshaus. Das war unser letzter Kontakt. Gut, es kommt eine meiner Lieblingswaffen, habe ich jetzt gerade gekriegt. Riegelt die Außentüren ab! Los! Hier! Schickt mehr Männer! Die können wir ja gleich mal eine Aktion testen. Ja, wenn man die richtige nehmen würde. Habe ich es da oben liegen gelassen? Habe ich die nicht genommen? Ach, die habe ich abgelegt. Auf welcher Taste ist denn das? Oh Mann. Ach, ich weiß nicht, auf welcher Taste das ist. Gut, okay. Oh! Fuck. Ach, hier geht's lang. Okay. Du Schwein. Gut. Wow. Werde hier beschossen. Brauche Hilfe. Over. Mann. Sollen sich gefälligst nicht mit uns anlegen. Wir sind James Bond. Wow. Okay. Haben wir noch ein Handy? Charlie 3, hier ist McCabe. Ich habe die Nachricht erhalten und bin auf dem Weg. Das wird heiß. Mr. White soll schnellstmöglich zum Landeplatz. Gut. Wieso da ausgerechnet immer Handys rumliegen, weiß ich nicht. Oh.
Gut, die Kamera ist auf meiner Seite. Tanner, hier ist kein Aktenkoffer, der Safe ist leer. Verdammt, was wird das Schatzamt sagen? Also, ich habe was Besseres gefunden. Besser als 115 Millionen Dollar? Was ist es denn? Die Computerdaten der Organisation. Cool. Ja. Wie spät haben wir es denn? Kann ich gar nicht entziffern. Irgendwas mit... Ah, ist ja egal. Ich kopiere die Dateien jetzt. Ach du Scheiße! Boah, fuck! Oh, der alte Opa hat's drauf, ey. Scheiße! Boah! Fuck, 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 fuck. Scheiße, 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 weg hier. Boah. Hua. Scheiße, hier geht's nicht lang. Fuck. Alles explodiert hier. Nein. Oh, hier wackelt alles. Ich krieg dich, du Mistkerl. Oh mein Gott, hab ihn abgeknallt. Ja, ich glaube, ich habe ihn abgeknallt. Jetzt sind wir irgendwo anders. Aber okay. Oder ich habe jetzt eine... Oder ich habe jetzt eine Cutscene übersprungen. Das wäre ja scheiße. Jetzt müssen wir einmal jemanden verfolgen. Das hier kennt man vielleicht aus der Demo. Denn genau das hier ist das Demo-Level, wenn man die Demo macht. Da habe ich mir erstmal total erschreckt. Ja. Verdammt. Wo ist er? Beobachten Sie einfach das Tor. An unserer Flanke. Okay. Anscheinend wird hier jetzt alles geflutet. Ist natürlich nicht so gut, deswegen muss ich jetzt schnellstmöglich hier raus. Ob das auch voll wird, weiß ich gar nicht hier. Boah, Zeitlupe. Ah gut. Hier machen wir auch Schluss für den ersten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.